Hey, hallo, Freunde der Nacht und des Longdrinks. Ja, wir sind wieder hier in der wunderschönen Halle bei Jochen in einem kleinen Ort in Niedersachsen. Und wir sind total geflasht von dieser unglaublichen Atmosphäre. Ein tolles Museum und auch vor allen Dingen was zu trinken gibt es hier. Ne? Nebenbei, fast das Wichtigste für uns, super Sammlung, super durchdekoriert, detailverliebt, einmalig. Ja, Jochen, ich bin total begeistert, du weißt es. Also das hätte ich auch gerne gehabt früher, das muss ich sagen, weil man immer nur alte Autos im Sinn hatte. Und war das bei dir genauso? Schon als Kind habe ich gerne mit Autos gespielt, natürlich. Und, ich auch, klar. Irgendwann wurden die Autos natürlich größer, man wurde älter und nach hat man sich so eine kleine Sammlung natürlich aufgebaut. Naja, und viele haben dann natürlich mit Mädels zu tun, aber du warst vorbei mit den Autos. Wir haben beides. Also wenn man sich hier umschaut, da ist sehr viel Liebe drin. Das sind alles diese kleinen Accessoires, die wir aus Filmen kennen, die wir aus Museen kennen in den USA. Aber das lebt hier ja wirklich. Man hat das Gefühl, das ist eigentlich nur eine große Garage. Ne? War früher mal ein Aldi-Markt, dann ist es ein Getränkemarkt gewesen und dann stimmte der Preis für diese Halle, weil er jahrelang leer stand und dann habe ich das hier umgebaut. Nicht? Und das Bierlager hast du noch gleich mit übernommen. Es ist mein Wohnzimmer, natürlich ist es mein Wohnzimmer. Ich bin fast jeden Tag hier und erfreue mich natürlich hier dran. Wir gucken öfter mal in der Runde mit vielen Freunden, gucken mal hier Fußball. Das ist ein Beamer da, ist eine Leinwand da, ist ein Fernseher da. Da kann man sich ja auch ganz schnell die Finger dran klemmen, wie verrückt. Jetzt gucken wir da mal rein. Ja, tatsächlich. Also es ist offenbar ein Vierfachvergaser. Ja. Aber dir reicht es ja auch, ne? Das reicht, ist mehr als genug, denke ich mal. Ja. Dazu muss man vielleicht sagen, dass diese Autos ewig so ein bisschen vorher das Flair des langweiligen Familienautos hatten. Das hat sich in diesen Jahren total geändert. Denn es gab ja den Herrn Bucky Knudsen, der seinerzeit mal Pontiac-Chef war, der dann ab 1957 ein Einspritzmodell rausgebracht hat, dieser berühmte Bonneville, ja, nach der Rennstrecke, wo Geschwindigkeitsrekorde gefahren wurden. Und als Bonneville gab es dieses Modell 1958 als Coupé und als Cabriolet, als absolutes Spitzenmodell. Aber der Star Chief, also der Chef der Sterne, muss man sich mal vorstellen, noch lange bevor irgendwelche Star Wars-Geschichten im Gange waren, ja, das war hier quasi das große, tolle Sedan, Hardtop-Sedan-Teil. Und ich glaube, wir machen es wieder zu, damit man da diese Linie mal viel besser rauskriegen kann. Das Interessante an diesem 58er-Jahrgang waren dann natürlich diese herrlichen Panoramascheiben, weit auf die Seiten herumgezogen, sowohl vorne als auch hinten. Die sind übrigens schon identisch mit den Modellen von Cadillac, von Oldsmobile, von Chevrolet. Man hat damals schon darauf geachtet, dass man das untereinander austauschen konnte. Also wenn deine Frontscheibe mal kaputt geht, dann ist es wurscht, ob es eine Buick-Scheibe ist oder eine Oldsmobile-Scheibe ist. Das passt tatsächlich. Aber wenn wir uns mal hier diese Chromdekoration anschauen, das war bei jedem der General Motors Modelle ein bisschen anders, dann muss man sich wirklich heute an den Kopf fassen, wie die Leute damals auf die Idee gekommen sind, so etwas zu machen. Das Interessante ist ja, dass das die Leute damals 1958 schon gar nicht mehr wollten. Man hat ja geglaubt, bei General Motors und natürlich auch bei den anderen Firmen, immer breiter, immer länger, immer höher, immer mehr Power, immer spitzere Flossen, immer verrücktere Chromdekorationen. Nur dieses Jahr 58, nicht nur wegen der Rezession, aber man hat einfach gemerkt, dass das irgendwo mal zu Ende ging. Man musste das ein bisschen eleganter gestalten. Und darum, das weißt du ja, Jochen, sind ja die 59er Modelle denn doch deutlich eleganter wieder geworden. Trotzdem noch größer und breiter, noch, das wissen aber wir auch. Größere Heckflossen, ja, noch, ne? Und noch 59, ja, muss man sagen. Aber sie waren insgesamt dann ein bisschen eleganter. Also man hatte nicht mehr diesen plumpen Chromschmuck dran, den wir heute so furchtbar lieben. Und du hast es ja eben schon erzählt, diese 50er Jahre waren Aufbruch total und spätestens seitdem die Amerikaner nicht nur nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch nach dem Koreakrieg endlich wieder alle Rohstoffe hatten, zur Verfügung hatten, da gab es neues Material, neue Farben, völlig neue Kompositionen, die man natürlich, und auch technische Details, die man dann ganz schnell in diese Autos reingebracht hat.
Man sieht hier den kleinen Smallblock, sein 370 Kubik-Inch Motor. Man mag ja glauben, dass es der gleiche ist wie beim Chevrolet, stimmt aber gar nicht. Denn Pontiac hat ja ewig selber eigene Motoren gemacht. Und dieser 370 Kubik-Inch Motor mit 285 PS, absolut ausreichend für dieses wunderschöne, tolle, große Auto.